So, da bin ich wieder. In der letzten Folge haben wir hier Probleme gehabt. Deswegen fahren wir das jetzt wieder mal einen halben Anhänger weg. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt das Vorgewende gefahren haben, dass es dann besser funktioniert. Aber das sehen wir dann. Für alle, die die gestrigen Folge nicht gesehen haben. Das ist ein neuer Spielstand, es sind alle Fahrzeuge gemietet, das Land gekauft, es geht hauptsächlich um die BGA. Irgendwann werden dann wahrscheinlich Kühe dazukommen, weil die ja auch mit Mycelien zu tun haben und das vor allem von euch gesehen werden wollte. Ich weiß, für Silien jetzt Gerste, also ganz Pflanzensilage, aber wir häckseln auch, wir fahren auch Silo fest, somit dachte ich, ist es schon mal besser als gar nichts. Und damit wir uns auch ein Ziel gesetzt haben, habe ich die Fahrzeuge gemietet. Somit müssen wir die irgendwann kaufen und ja, da haben wir schon ordentlich was zu tun. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr wieder die Felsbrunnen wieder vorsehen wolltet, also mit den Tieren und so. Dann schreibt ihr eigentlich einfach rein Hashtag alt. Wenn ihr das so weitersehen wollt wie jetzt, schreibt ihr rein Hashtag neu. Da weiß ich jetzt, ich habe noch den alten Spielstand da, also kann ich ohne Probleme wieder herholen. Das ist absolut gar kein Problem. Dieses Silo geht echt viel rein, also. Falls ich es noch nicht bekannt gegeben habe, also falls ich es noch nicht gewählt habe, könnt ihr auch unter diese Folge schreiben, wenn ihr Moderator werden wollt. Genau. Die werde ich halt vor allem für Livestreams brauchen. Oder halt um alle Fragen bei YouTube zu beantworten. Weiß ich dann. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wie zum Beispiel Projekt mit mehr Leuten oder Forstprojekt oder irgendwie sowas, schreibt es einfach rein, was ihr sehen wollt. Wenn es im Rahmen des Möglichen ist, werde ich das machen. Ich sage gleich, ich werde erstmal kein anderes Spiel machen, also erstmal nur LS. Da ich im Moment mein Fokus auf LS fokussiert habe und das ziemlich spiele und ich will jetzt nichts anderes spielen, nur um YouTube-Videos zu machen, nur damit ihr was sehen könnt. Weil wenn ich keinen Spaß habe, sind die Videos richtig scheiße und da habe ich keine Lust drauf. Das soll was sein, was mir Spaß macht und wo ich mich voll drauf freue und es nicht so Pflicht ist, so ich muss jetzt das spielen, weil nee. Also wenn ich jetzt keine Lust habe, meist zu Lucilien wird wieder die alte Map kommen, eine Zeit länger ist so. Das sage ich euch gleich. Da sind Wünsche, die werde ich beachten, aber ich werde natürlich auch so handeln, dass es mir weiterhin Spaß macht und ich nicht jetzt nach 2 Wochen sage, so ich habe keinen Spaß mehr am LS, weil ich nur noch das mache, was meine Abonnenten sagen, was ich machen soll. Also, das wollt ihr ja auch gar nicht. Also. Genau. Wenn von euch irgendjemand den LS19 hat und Lust hat, mal mit mir gemeinsam zu spielen, schreibt mir per Instagram oder per E-Mail. Mail ist alles eigentlich vorhanden. Einfach melden und dann passt es. So, bitte hast du jetzt kein Gras eingezogen, ich sag's dir. Ich
Ich habe keine Lust, jetzt den Anhänger wegen so einer Popelbahn auszulernen. Verlust, Verlust, Verlust. Komm. Du schaffst es. Ist nicht der Erste da? Was ist denn mit dem los, ey? Der macht das irgendwie nicht, der beißt sich ein bisschen. Gut, dann werden wir deswegen 7000 nochmal hoch zur BGA fahren und hoffen, dass wir danach nur noch volle Anhänger runterfahren. Ja. Bei Maishäckseln funktioniert es besser, weil er da kein Gras einziehen kann. Aber mit dem Schnatcher kann er auch Gras häckseln und das beißt sich ein bisschen und ja. Wenn ihr in der Landwirtschaft tätig seid und mir für Instagram gute Bilder schicken wollt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an noelbreil@gmail.com mit Betreff Bilder und dann einfach die Bilder im Anhang senden. Oder ihr schickt mir die Bilder per Instagram, wo ich nb.simulation heiße. Also. Das war so klar. Und jetzt kommt der Zug, das war so klar. Mensch, dass es immer so spät runtergeht. So, komm, stell dich auf. Da ist ein Schild, was dich jetzt festhält, oder was? Hier hat man es auch nicht schwer als Landwirt. Hier hat man es auch nicht leicht als Landwirt, ey. So, schauen wir mal, ob wir ihn jetzt weggezogen bekommen. Ja, ich habe es gesehen und da war ich schon auf der Schiene. Das war nicht so geil. Hub nicht! Siehst du nicht, dass sich hier ein Anhänger verkeilt hat? So. Ja. Immer diese Zugführer, der hat nicht mal geschaut, der die Schranke ging zu und der Zug war da, das ist, in Deutschland geht es gar nicht, nämlich die Schranke muss so sein, dass falls sich jemand drauf befindet, er noch die Möglichkeit hätte, runterzufahren. Und die Schranke zu, boom, Zug da. Das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja viel zu gefährlich. Hat man ja gerade gesehen. Das Ding ist gedacht, ich kann ja nicht Handbremse anziehen und voll stehen bleiben. Ich bin ja trotzdem drauf gerollt, obwohl ich gebremst habe. Das Silo füllt sich langsam. Mit so 7000 Liter Anhänger füllt sich das super schnell. Also, wenn es so weitergeht, sind wir in 5 Folgen fertig. Mit 3 Bahnen. Das ist die zweite Folge und was habe ich geschafft? Bin schon 5-mal hier runtergefahren und habe wahrscheinlich bis jetzt einen kompletten Anhänger hergefahren. Weil meine Angestellten im Häcksler einfach nicht arbeiten wollen. Oh, ups, da bin ich von der Straße abgekommen.
Genau. Ja. Nachdem ihr mir keine Gesprächsthemen stellt, also gebt, habe ich so gut wie nichts zu sagen hier. Das ist. Radio darf ich noch nicht anmachen, da habe ich noch nicht die Erlaubnis für bekommen. Ich kann das selber sehen, aber das wollte ich nicht hören. Dann häckseln wir jetzt einmal wieder weiter. Fahren dann hoffentlich einen von Anhänger noch weg und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Weil, wie schon gesagt, die Folgen werden jetzt alle ein bisschen knapp gefasst. Da ich jetzt halt in kurzer Zeit sehr viele Videos aufnehmen muss. Da ich unter der Woche eigentlich nicht spiele oder nur sehr selten spiele und dann eigentlich nur um mit Freunden um Spaß zu haben und nicht so, also da machen wir viel Schmarrn, wie zum Beispiel mit Autos, dass irgendeinen Schmarrn zusammenfahren oder so. Das mache ich ja nicht, da versuche ich auch relativ ordentlich zu fahren. So, warten wir kurz, bis der Häcksler gedreht hat. Der hat gedreht, dann können wir hier weiterfahren. So, und weiter geht's. Jetzt fast ist jetzt, halt, können wir auch hier volle Anhänger wegfahren. Nachdem wir jetzt das Vorgewende haben, fährt er nicht mehr ins Gras rein. Das ist wunderbar. Also ihr könnt mir auch gerne unter die Folge reinfassen, ob euch das gefällt, dass ich das jetzt geändert habe mit den Felsbrunnen Folgen, also dass ich die Map, also die Map gleich geblieben ist, aber jetzt halt auf BGA umgesattelt bin. Dann schreibt mir, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben, dann sehe ich das. Und wer es noch nicht getan hat, folgt mir alle auf Instagram. Da gibt es täglich neue Bilder. Genauso wie es eigentlich täglich neue Videos auf meinem Kanal gibt. Hier, da könnten wir, schau, da könnten wir ein schönes Bild machen. Das seht ihr dann. Seht ihr auch gleich mal, wie ich die Bilder mache. So. Fahren wir noch ein bisschen näher hin. Machen wir mal den hier. Und machen Foto. So. Bin ein bisschen zu weit gefahren. Aber wir haben ein schönes Bild, das kommt. Wahrscheinlich heute auf Instagram raus. Oder es ist gestern rausgekommen, das kann ich euch noch nicht sagen. Das sehe ich spontan.
So. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt dieses Video unter euren Freunden. Nämlich, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich irgendwann eine große Community hätte. Und wer ist die beste Werbung als die Leute, die dich anschauen? Also, wenn euch mein Kanal gefällt, meine Videos gefallen, teilt sie weiter. Genau. Dass wir stetig wachsen. So, wenn der Anhänger voll ist, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Aber wir schaffen es endlich mal, einen vollen Anhänger wegzufahren, dann in der nächsten Folge. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt. So. Das war's von der Folge. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Wir werden morgen genauso weitermachen wie jetzt. Es geht bis Samstag und dann kommt wahrscheinlich, vielleicht, eventuell wieder ein paar Folgen Schwarzsinn. Kommt drauf an, ob der Dominik Zeit hat oder nicht. Nämlich alleine ein Duell aufzunehmen, macht natürlich keinen Sinn. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns. Servus!